Ja, hallo, mein Name ist Alexander Kersten von 1. Traber FC. Mein Name ist Patrick Dreim, auch Traber FC und bin Stürmer. Und wir tippen heute den zweiten Spieltag der Kreisliga A. Und zwar fangen wir an mit dem Spiel Lichtenrader BC gegen SC Gato 2. Mein Tipp ist, dass Lichtenrader BC das Ding mit 3-1 gewinnen wird. Das zweite Spiel ist Johannisthal gegen Helgoland. Von Helgoland kenne ich jede Menge Leute und ich denke, dass Helgoland 2-1 gewinnt. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Spiel BSV Eldersimspor 2 gegen uns, also 1. Traber FC. Ich denke, dass wir nach dem letzten Spiel auch gestärkt hervorgehen werden und so werden wir das Ding mit 2-0 gewinnen. Okay, und das vierte Spiel ist DJK gegen Heinersdorf. Also ich denke, dass DJK gewinnen wird, 3-2-1. Das nächste Spiel Schmöckwitz-Eichwalde gegen BSC Kickers. Ja, ich denke, hier wird Schmöckwitz-Eichwalde sich mit 2-0 durchsetzen. Und jetzt ja der Top-Favorit Internationale gegen Hertha Zehlendorf. Internationale ist wirklich die stärkste Truppe, denke ich, in der A-Klasse. Aber ich denke, dass Zehlendorf mit Andy Horn trotzdem da einen Punkt holt. Also 1-1, denke ich. Ja, und so kommen wir dann zum nächsten Spiel. FSV Spandauer Kickers 2 gegen SG Rotation Prenzlauer Berg. Ich gehe davon aus, dass Prenzlauer Berg auch als Favorit gehandelt wird in dieser Liga und so werden sie sich eindeutig mit 4-0 durchsetzen. Genau, und das letzte Spiel haben wir Friedrichshain gegen Wacker Langwitz. Friedrichshain ist extrem heimstark, deswegen denke ich, dass Friedrichshain 3-1 gewinnt gegen Wacker Langwitz.